Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. Wie ihr schon am Titel des Videos erkennen könnt, ist die Januar-Lockenbox angekommen. Falls ihr nicht wisst, was die Lockenbox ist, das ist eine Box, die könnt ihr abonnieren und die kommt dann jeden Monat oder halt alle zwei Monate, je nachdem was für ein Abo ihr abschließt, zu euch nach Hause geschickt. Und da sind immer 3 bis 5 Produkte drin, die halt perfekt für Haare bzw. für Locken sind. Die Besonderheiten an dieser Lockenbox sind meiner Meinung nach einfach, dass das Produkte sind, die man nicht in der Drogerie bekommt. Dann übersteigt der Wert von den Produkten zusammengerechnet auch ganz oft den Preis, für den man die Lockenbox überhaupt bestellt. Und der dritte große Faktor für mich ist, dass die alle für die Curly Girl Methode geeignet sind. Bedeutet, da sind keine Sulfate drin, keine Silikone, keine Parabene, keine austrocknenden Alkohole und so weiter. Was für mich persönlich ein ziemlich wichtiger Faktor ist, weil ich immer möglichst darauf achte, dass in meinen Produkten keine Sulfate, Silikone, Parabene und so weiter drin sind. Falls ihr die Lockenbox auch bestellen wollt, habe ich hier unten in der Beschreibung einen Link für euch und sogar einen Rabattcode. Gut, ich zeige euch jetzt auch einfach mal, was in der Januarbox drin war. Und zwar waren in dieser Januarbox 4 Produkte drin von 3 verschiedenen Marken. Ich fange einfach mal der Reihe nach an. Hier haben wir einmal von Flora & Curl das Protect Me Superfruit Shampoo. Dieses Shampoo ist für alle Lockentypen geeignet. Es soll aber auch dafür sorgen, dass feines Haar gestärkt wird und es soll auch gut für die Kopfhaut sein. Was mir hier direkt auffällt, ist dieses Design. Das finde ich nämlich richtig gut. Das spricht mich sofort an. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass das Shampoo ziemlich flüssig ist. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das verteilen lässt. Daneben haben wir dann den Soothe Me Clay Wash. Das ist ein Pulver, was man erst zusammen mit Wasser zu einer Art Schlamm zusammenmixt. Das soll dafür sorgen, dass Build-up entfernt wird. Es soll die Haare und die Kopfhaut natürlich reinigen. Es soll die Lockenstruktur reaktivieren. Und es ist für alle Lockentypen geeignet. Ich werde den Clay Wash heute nicht anwenden. Ich habe mich dafür entschieden, das Shampoo auszuprobieren, weil man das hier nämlich, ich glaube, ja, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen soll und das auch nur alle 3 bis 5 Wochen anwenden soll. Ich glaube, das werde ich dann einfach mal in einem separaten Video ausprobieren. Dann haben wir wieder ein Produkt von der Marke Curlflow. Nicht wundern, wir hatten Curlflow schon in der vorherigen Box. Allerdings ist das hier diesmal ein anderes Produkt. Und zwar haben wir hier den Avocado und Organic Lemongrass Conditioner. Hier steht auch wieder drauf, dass es für alle Lockentypen geeignet ist. Ich muss sagen, ich stehe dem Produkt skeptisch gegenüber. Ich gebe der Marke aber heute nochmal eine Chance. Ich bin gespannt, wie stark es riecht und wie meine Haare darauf reagieren werden. Und zu guter Letzt haben wir hier die dritte Marke und zwar Mixed Cheeks. Wir haben hier den Curl Sculptor, das ist ein Styling-Produkt und eigentlich steht hier auch vorne schon direkt drauf, was es überhaupt tun soll. Die Haare sollen schnell trocknen, es ist ein leichtes Produkt, es soll die Haare weich machen und mit Feuchtigkeit versorgen. Genau, das sind also die 3 Produkte, um die es heute geht. Da heute mein Waschtag ist, passt das auch ziemlich gut. Ich habe meine Haare einfach erstmal komplett nass gemacht und habe dann das Shampoo von Flora & Curl benutzt. Was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass es relativ flüssig ist. Also ich hatte erst ein paar Bedenken, dass es vielleicht schwer sein könnte, das zu verteilen. Allerdings habe ich dann auch schnell gemerkt, dass es sehr gut schäumt, dass es schnell schäumt und auch viel Schaum entsteht, was es meiner Meinung nach dann auch leichter macht zu verteilen. Das Shampoo riecht sehr fruchtig, es riecht exotisch, es ist nicht so ein künstlicher Geruch, was mir persönlich immer wichtig ist, wie ihr wisst. Das habe ich dann einfach gut eingearbeitet, habe meine Kopfhaut dabei massiert und habe das dann anschließend komplett ausgespült. Danach habe ich von Curlflow den Conditioner benutzt und oh, ich war wirklich skeptisch, ne? Und ach, es hat wirklich wieder genauso stark gerochen. Dieser Geruch von Curlflow, der killt mich einfach. Nichtsdestotrotz haben meine Haare gut auf diesen Conditioner reagiert. Er ist ziemlich dick, wodurch es erst ein bisschen schwer wirkt, den richtig einzuarbeiten. Aber wenn ich dann mit meinem Tangle Teaser einmal durchgehe und meine Haare nochmal durchkämme, dann merke ich wirklich, wie meine Haare dieses Produkt gut aufnehmen und wie leicht es sich dann auch verteilen lässt. Den habe ich dann einfach im Anschluss auch wieder komplett ausgespült. Ich habe dabei schon gemerkt, meine Haare sind super weich. Sie haben das sofort aufgesogen. Sie reagieren gut auf beide Produkte. Ich hatte nach dem Shampoo das Gefühl, dass meine Haare und vor allen Dingen auch meine Kopfhaut sich richtig gereinigt angefühlt haben. Es ließ sich alles super leicht wieder ausspülen. Also was die beiden Produkte angeht, war ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Anschließend kam dann von Mixed Cheeks der Curl Sculptor. Ich habe meine Haare für das Styling erstmal wieder in 2 Partien eingeteilt, habe die obere abgeklippt
und habe dann in die untere Partie das Gel hier eingearbeitet. Dabei ist mir aufgefallen, es ist relativ flüssig, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil es sich dadurch leichter einarbeiten lässt. Es riecht außerdem noch gut. Ich kann nicht genau definieren, wie es riecht. Es geht so ein bisschen in die fruchtige Richtung, aber irgendwie auch in die künstliche. Deswegen keine Ahnung, aber es riecht für mich auf jeden Fall noch okay. Beim Einarbeiten habe ich gemerkt, dass meine Haare das Produkt auch gut aufsaugen. Ich hatte einen guten Slip. Die Haare haben sich weich angefühlt. Sie haben sich hydriert angefühlt. Und genau das gleiche habe ich dann bei der oberen Partie auch nochmal gemacht. Und anschließend, wir kennen es alle, bin ich nochmal mit der Damming Brush durch alle meine Haare durchgegangen. Ich habe dabei einfach immer kleine Partien genommen, habe die Bürste angesetzt. Während ich die Haare von der Kopfhaut weggezogen habe, habe ich die Bürste gedreht, die Haare dann fallen lassen und dann nochmal so ein bisschen an den Haaren rumgezupft, ein bisschen so durch die Luft springen lassen, damit sie sich halt einfach leichter kringeln. Danach habe ich meine Haare lufttrocknen lassen für 20 bis 30 Minuten und habe dann angefangen, meine Haare zu diffusen. Ich habe allerdings den Fokus dabei erstmal darauf gelegt, meinen Haaransatz bzw. meine Kopfhaut trocken zu föhnen. Und wenn das so zu 60-70% trocken war, habe ich dann den Rest meiner Haare noch dazu genommen und von unten nach oben geföhnt. Also ich habe die Haare quasi in den Diffuser gelegt und dann so geföhnt. Und jetzt kann ich euch auch endlich mal das Ergebnis zeigen. Also ich habe eigentlich relativ definierte Locken. Ne? Sind ein paar richtig schön dicke dabei. Ich habe auch ein bisschen Frizz. Allerdings muss ich sagen, bin ich von dem Volumen extrem beeindruckt. Also die Haare sind auf jeden Fall super weich. Sie fühlen sich luftig, fluffig an. Den Glanz finde ich on point. Also ich finde, dass die Haare schon glänzen. Ne? Es ist aber nicht so ein richtig starker Glanz. Also es sieht meiner Meinung nach immer noch relativ natürlich aus. Riechen tun sie tatsächlich gar nicht mehr so doll, was mich echt ein bisschen wundert, weil der Conditioner einfach so krass nach Kaugummi gerochen hat. Wenn ihr mein anderes Video von der Lockenbox gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie ich Curlflow eigentlich so gegenüberstehe. Der Geruch ist einfach so penetrant, der ist so stark und es ist eigentlich echt nicht mein Ding, aber dafür, dass man den halt jetzt nicht mehr riecht, werde ich den auch, glaube ich, dann aufbrauchen. So, als Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich die drei Produkte definitiv aufbrauchen werde. Ich werde sie weiterhin benutzen. Was Flora & Curl angeht, werde ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter informieren, weil ich mich da noch ein bisschen mehr ausprobieren wollte. Die haben ja auch Styling-Produkte. Was Curlflow angeht, wird das wahrscheinlich das einzige Produkt sein, was ich überhaupt von denen benutzen wollen würde. Und was Mixed Chicks angeht, werde ich mich auch noch ein bisschen weiter reinlesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die noch alles so haben. Mit diesem Curl Sculptor bin ich auf jeden Fall super zufrieden. Meine Haare sehen meiner Meinung nach toll aus. Ich finde, sie sehen natürlich aus, sie haben Volumen, sind zwar ein bisschen frizzy, aber man erkennt die Locken noch, von daher ist das voll in Ordnung für mich. Ich muss sagen, dass ich, als ich die Lockenbox geöffnet habe, echt so ein bisschen überrumpelt war, weil es drei verschiedene Marken da drin waren. Aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also die Kombi gefällt mir auf jeden Fall und mehr habe ich eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen. Deswegen bin ich jetzt einfach gespannt, was in den ganzen nächsten Boxen so auf mich zukommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ist da unten der Button oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.